Oscar, Fitness Oscar, und ich zeige euch heute meine zwei Lieblings-Bizeps-Übungen. Jeder hat so seine eigenen Lieblings-Bizeps-Übungen, weil jeder es anders spürt. Und die beiden Übungen, die ihr heute sehen werdet, sind für mich am besten, weil der Pump, das Gefühl, ja, das Strecken und das Zusammenziehen des Bizeps für mich einfach am besten sind. Und daher merke ich, dass diese Übungen auch den meisten Muskelwachstum für meinen Bizeps bringen. Und die erste Übung sieht so aus. Ihr nehmt euch hier eine Bank, die schräg sein soll. Ja, der Sitz ist ein bisschen nach hinten, sodass ich mich anlehnen kann. Ja, wir nehmen hier zwei entsprechende Hanteln, die fühlen sich schon ziemlich schwer an. Wir drehen die Hände und werden die ganze Zeit die Drehung so beibehalten. Und jetzt geht's rauf und runter mit den Gewichten und ihr werdet es spüren, euer Bizeps wird kaputt gehen. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Macht diese Übung. Das ist meine aller Lieblingsübung für den Bizeps. Die andere gleich ist auch noch okay, aber wenn ihr die macht, ihr seid tot danach. Jetzt kommt meine Zweitlieblingsübung für den Bizeps und die werden wohl die meisten kennen, weil es ziemlich so eine Übung ist, die viele machen. Und ich finde die einfach geil, weil die Isolation einfach unglaublich ist. Allgemein kann man sagen, dass ich nicht so gerne am Seil den Bizeps trainiere, weil ich den da fast gar nicht spüre. Bei Freihanteln spüre ich den Bizeps übertrieben. Und das ist, Leute, was ihr machen solltet. Ihr sollt nicht die Übung machen, was einer sagt, die ist geil oder die ist geil, das wirkt bei mir. Das kann sein, dass es bei euch nicht wirkt. Ihr sollt die Übungen machen, die ihr spürt, ja, die für euch was bringen. Und deshalb habe ich meine ganz eigenen Bizepsübungen, die beiden, die ihr heute seht, die mache ich immer. Und außerdem sage ich immer, es ist viel besser, in nur wenige Übungen zu machen, sich darin zu steigern, darin richtig gut zu werden, weil dann wächst der Bizeps auch, anstatt immer abwechselnd andere Übungen zu machen. Das wäre zwar ein neuer Reiz, aber ihr wüsstet nicht richtig, wie viel Gewicht ihr machen wollt. Die Steigerung wäre nicht immer konstant, wenn ihr immer andere Übungen macht. Deshalb macht immer lieber die gleichen, werdet darin richtig geil, als immer abzuwechseln und schlecht zu bleiben. Und wir machen jetzt hier die im Sitzen. Ja, kennt ihr, ihr setzt euch hin und das ist ganz wichtig. Nichts bewegt sich außer das Ellbogengelenk. Im Ellbogengelenk findet die Bewegung statt, ansonsten seid ihr komplett starr. Es brennt wie Hölle und ich liebe das. Und wenn ihr das spürt, ist es das Zeichen dafür, dass ihr richtig trainiert.